Helena sieht mich an, als wäre ich krank. Wenn ich sie anfasse, dann zuckt sie zusammen. Sie lacht nicht mehr über meine Witze. Niemand lacht über deine Witze. Ich glaube, Helena wird mir nie wieder vertrauen. Andi, falls es sich tröstet, ist Olli und mir nicht anders. Ja, aber schleppt er dich deswegen zum Therapeuten? Andi und ich trennen uns nicht. Ich bin seinetwegen hier geblieben. Sehr schön. Ihr passt gut zusammen, habt viel gemeinsam und er kann ein Dach reparieren. So jemand braucht man in der Familie. Ihr entschuldigt mich, ich muss in die Firma. Das freut mich für euch. Das wird schon wieder. Es ist gut, dass du euch noch eine Chance gibst. Und wenn ich euch irgendwie helfen kann. Danke, wir haben Hilfe. Professionelle Hilfe. Und dann sitzt da so ein wildfremder Mensch vor dir und du entblößt die intimsten Geheimnisse deiner Vergangenheit? Ja, was meinst du wohl, warum ich so nervös bin? Die Frau ist fachlich brillant. Sie publiziert seit Jahren in allen möglichen Fachzeitschriften zu Frauenthemen und modernen Partnerschaften. Entschuldigung, aber das ist wieder so typisch, dass du deine Beziehungskrise mithilfe der Wissenschaft lösen willst. Mann, ich hab echt Schiss, dass diese Frau irgendwelche komischen Sachen aus mir rausholt. Die da zum Beispiel wären? Ich denke mal, sie wird alles wissen wollen. Zum Beispiel über unseren Absturz mit Jessica. Was glaubst du, was die Therapeutin daraus schließt? Was weiß ich? Dass ich als Kind vernachlässigt wurde, keine Kinder deswegen mag, Frauen schlecht behandle und heimlich auf Männer stehe. Das war kein Witz. Ja, deshalb lache ich ja. Ich will nicht, dass irgendjemand in mir rumstöbert. Mit mir ist alles in Ordnung. Ja, wollen wir mal gucken, ob die Therapeutin das bestätigen kann. Und Andi macht bei sowas mit? Er weiß eben, dass es für uns wichtig ist. Also, eigentlich haben wir gar keine Probleme. Hatten wir doch noch nie, oder? Keine richtigen Probleme. Das Übliche halt. Helena ist immer sehr vernünftig. Und ich habe halt mal Blödsinn gebaut. Zum Beispiel fremdgehen. Einmal. Und dafür hat er sich zielsicher die einzige Frau ausgesucht, die ich in jeder Hinsicht verabscheue. Ich war total betrunken. Das entschuldigt natürlich alles. Wollen wir das vielleicht etwas langsamer machen, damit sie auch in Ruhe alles mitschreiben kann? Ach so, und ein schwuler Freund von uns hat auch noch mitgemacht. Naja, also nicht so mitgemacht. Ich habe jetzt nicht mit ihm. Verstehen Sie, was ich meine? Aber eigentlich haben wir keine Probleme.